Wir sind der SC, SC Potsdam. Hallo liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern. In der Zeit, wo wir unsere Freizeit zu Hause verbringen müssen oder dürfen, möchten wir euch natürlich auch ein bisschen sportlich dabei unterstützen und zeigen euch heute ein kleines Athletikprogramm, das ihr mit der ganzen Familie durchführen könnt. Ein- bis zweimal die Woche sollte dort reichen. Ich zeige euch jetzt die Übung gleich vor, sodass ihr die vernünftig zu Hause nachmachen könnt. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wenn wir uns wieder treffen, wie gut das wird. Ja, los geht's! Mit dem Lift. Dabei nehmt ihr euch einen Ball und eure Wand. Bei mir ist das Fahrrad heute hier. Ihr legt den Ball an euren unteren Rücken, steht leicht schräg, dass die Füße vor euch sind und macht Kniebeuge, sodass der Ball am Rücken immer schön hoch und runter rollt und nicht runterfällt. Und das Ganze schön mit Spannung. Achtet schön darauf, dass die Knie gerade bleiben und der Blick nach vorne ist. Die zweite Übung ist die Waage. Ihr nehmt euch einen Schlafsack oder einen Ball, je nachdem was ihr zu Hause habt, legt den unter euren Körper und versucht dann das Gleichgewicht zu finden und das dann für eine Sekunde zu halten. Als nächstes kommt der Baumstamm. Dabei legt ihr euch auf den Boden, legt euch ein bisschen Platz zu Hause, legt euch auf den Rücken, Arme und Beine sind abgehoben und ihr dreht über den Körper, Schwerpunkt, die Körpermitte, eine Runde rum und wieder zurück, ohne dass die Beine und die Arme den Boden drücken. Froschball. Ihr nehmt den Ball, den ihr vorhin schon genommen habt, oder nehmt einen neuen Fußball oder jeden anderen Ball, der gut springt, bei euch zu Hause. Prallt den einmal auf, berührt in der Zeit den Boden und fangt den Ball wieder auf. So, als nächstes unser Transportband. Wieder für den ganzen Körper, vor allem für Rücken und Bauch. Wir legen den Ball, den wir haben, vor uns hin. Wir legen unsere Unterschenkel auf den Ball. Hände sind neben der Hüfte, stützen hoch und dann wird bis zum Po vorgefahren und wieder zurück. Vorgefahren und zurück. Als nächstes etwas für die Rückenmuskulatur, das sogenannte Bodenkreisen. Dabei nehmt ihr euch einen kleineren Ball oder eine Flasche oder ein paar Socken, je nachdem, was ihr am besten um euren Körper machen könnt. Legt euch wieder auf den Boden. Oberkörper ist abgelegt, Füße sind angestellt, die Hüfte nach oben. Und dann wird der Ball über den Körper oder die Socken gekreist mit Richtungswechsel. Hüfte bleibt dabei schön oben, Füße angestellt. So, als nächstes machen wir was für den Bauch, das sogenannte Rückenkreiseln. Dabei legen wir uns auf den Boden. Arme sind nach vorne gestreckt, Füße sind oben und dann pendeln wir vor und zurück und drehen uns dabei im Kreis. Dabei schön die Spannung halten, links rum und rechts rum. Bis wir dann die Anzahl geschafft haben. Was für den Ganzkörper, für die Körperspannung, und zwar den Propeller. Dabei gehen wir in den Liegestütz. Achtet schön drauf, dass die Hände unter eurer Schultern sind. Der Po ist oben und dann drehen wir uns wie ein Propeller über die Seite in den Liegestütz rücklings, über die nächste Seite in den Liegestütz. Etwas für den Rücken, und zwar Kreisverkehr. Dabei nehmt ihr wieder den leichteren Ball, den kleineren Ball oder die paar Socken oder die
Wasserflasche, je nachdem, was ihr gerade zur Hand habt. Legt euch auf den Bauch. Kopf ist leicht abgehoben, Arme sind auch über dem Boden und dann dreht, je nachdem, was ihr als Material habt, mit gestreckten Armen um den Körper, auch mit Seitenwechsel. Blick ist nach unten gerichtet, sodass der Kopf in Verlängerung des Rückens ist. Zum Abschluss machen wir Seilspringen. Für jeder, der ein Seil zu Hause hat, nimmt sich das Seil und dann könnt ihr springen zu Hause. Versucht schon leise zu hüpfen, damit die Nachbarn nicht so toll klopfen. Wer kein Seil hat, nimmt alternativ ein Handtuch, legt es zusammen auf den Boden und macht Wechselsprünge übers Handtuch. Das waren sie schon, die Übungen für das Fitnessprogramm zu Hause. Wir wünschen euch damit ganz viel Spaß, übt schön fleißig und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, euer Chris, macht's gut.